9.15 Uhr am Montagmorgen in der Agentur von Helden und Gestalten in Stuttgart. Treffpunkt für alle, vor Ort oder remote. Guten Morgen alle zusammen. Viele auch hier im Homeoffice. Guten Morgen. Und heute lautet die Montagsfrage auch, wann bist du denn heute eigentlich aufgestanden, heute Morgen? Kurz nach 7. Heute bin ich erst 20 Minuten wach, weil ich gestern zu spät ins Bett gegangen bin. Wo wer arbeitet, entscheidet jeder selbst. Die drei besprechen sich gerade mit einem Kollegen, der zurzeit von Spanien aus arbeitet. Oha. Und sogar am Pool. Und wer ins Büro kommt, hat freie Platzwahl. Gemeinschaftsraum, Ruhebereich, die Couch oder der Wechsel ins Homeoffice. Allein die Tatsache, dass ich es könnte, wenn ich es irgendwie bräuchte oder wenn es für mich besser wäre, hat einfach eine gewisse Gefühl der Freiheit, auch wenn ich das gar nicht in Anspruch nehme. Und das empfinde ich als sehr, sehr cool. Es geht aber auch anders. Arbeiten im Büro, das ist hier die Firmenphilosophie. Beim Energiehändler Edi in Öhringen kehrten sie nach der Pandemie wieder schnell zurück zum alten Normal. Geschäftsführer Roland Weisert ist mittendrin. Ich mache die Auftrags- und Anfragesituation heute. Heute ist gut. Heute ist gut. Der ganze Firmengeist, Teamspirit, ist ein hektischer Tag, ist ein langweiliger Tag, ist was los oder nicht. Das spüren die Mitarbeiter tatsächlich so an der Stimmung im Büro. Und zu Hause in der Blase kriegst du es nicht mit, ob gerade Druck im Kessel ist, gerade im Logistikbetrieb. Der nächste Ansprechpartner meist nur wenige Schritte entfernt. Bei Edi wünscht sich das nicht nur der Chef, sondern auch die Mitarbeitenden. Homeoffice wäre jetzt gar nicht meins. Ich brauche meine Kollegen um mich rum. Man kann mal was über den Schreibtisch rüberrufen und hat einfach eine bessere Kommunikation, bevor ich jemanden jetzt online anrufe. Dann ist er vielleicht gerade in einem Gespräch oder ist gerade nicht am Arbeitsplatz im Homeoffice, weil der Postbote klingelt. Und so gehe ich einfach hin und habe direkt den Kontakt. Und ist einfach ja, auch herzlicher. Herzlicher Kontakt geht auch vollkommen digital, tut dem Zusammenhalt keinen Abbruch. Gründerin Verena Meyer glaubt, nur so könne man Mitarbeitende binden. Ich glaube schon, es ist die Zukunft, sich noch mehr den Menschen anzupassen. Und das erleben wir vor allen Dingen bei den jungen Menschen. Die wollen die Freiheit, die brauchen das, die Eigenverantwortung, die Entscheidung. Wo bin ich heute, wo bin ich morgen, was passt zu meinem Leben? Ja, diese Life Balance ist ganz entscheidend. Die Qualität der Arbeit leide dabei nicht. Ein kurzer Call zwischen Kollegen. Katharina Weiß kommt gern ins Büro. Ihre Kollegin Florence Rudo sitzt im heimischen Wohnzimmer. Sie besuchen wir später noch zu Hause. Die Firmenzentrale in Öhringen stets besetzt. LKW rollen übers Gelände, voll mit Heizöl oder Holzpellets. Dass man im Büro immer jemanden antrifft, freut auch die Fahrer. Wir kommen schon gerne. Also es ist nicht so, dass ihr draußen bleibt? Nee, wir gehen schon rein. Und es wird auch was privat ist oder so. Genau, wenn was privat ist oder geschäftlich, ja, andere Sachen. Wir machen aber Witzli oder ja, es wird auch Blödsinn gemacht. Ah, ja. Auch im Energiehandel wird's digitaler. In Bewerbungsgesprächen taucht die Frage nach Homeoffice schon auf. Weisert ist auch um Lösungen bemüht. Es müsse aber praktikabel sein. Wir sind hier auch sehr flexibel und Sie sehen es jetzt auch in der Mittagszeit. Ich weiß nicht, wann welcher Mitarbeiter in Mittag geht. Manche gehen mal schon um 10 oder 11, falls sie was zu erledigen haben. Es ist auch möglich, aber immer mit Absprache. Also unsere Abteilungen müssen ansprechbar sein. Das stimmen die Kolleginnen und Kollegen untereinander ab. Also auch bei uns möglich, aber nicht unkontrolliert. Die Mitarbeiterin der Werbeagentur genießt ihren Arbeitstag zu Hause. Ein kurzer Weg vom Bett ins Büro und mehr Zeit für Hund Louis. Mittagspause heißt für sie Gassi gehen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt einen Hund hätten, wenn ich einen Job hätte, wo ich jeden Tag ins Büro müsste. Ich glaube, das würde gar nicht gehen. Zwischen Meetings und E-Mails noch schnell den Salat schnippeln. Da verschwimmt doch einiges. Ist das Arbeiten von zu Hause aus wirklich besser? Für mich sind die Tage, an denen ich im Office bin, anstrengender als die Tage, an denen ich im Homeoffice bin. Und das ist aber, ich kann es gar nicht so richtig erklären. Das liegt nicht daran, dass die Arbeit irgendwie anstrengender ist, weil ich mache ja mehr oder weniger das Gleiche. Oder weil man mit mehr Leuten zu tun hat. Ich finde es auf jeden Fall entspannter, wenn man im Homeoffice ist. Private Aufgaben lassen sich von zu Hause leichter erledigen. Pakete annehmen, Arzttermine ausmachen und nebenbei essen. Florence Rudo kann sich nicht mehr vorstellen, jeden Tag ins Büro zu kommen. Ich glaube echt, es ist so der Mix,
dass ich mir das einfach selber freigestalten kann, wann ich im Büro sein möchte und wann nicht. Und so sehe ich das für die Zukunft. Die Zukunft in Öhringen, alle bleiben im Büro. Das sei nicht nur effektiver, sondern letztlich auch kollegial denen gegenüber, die ihre Arbeit nicht in den eigenen vier Wänden erledigen könnten. Man kann keine Paletten oder sonst was ins Homeoffice verlegen. Man muss eben vor Ort sein, Präsenz zeigen und auch zeigen, wir sind da, wir sind keine besseren Leute und arbeiten von zu Hause aus und können quasi aus dem Bett raus stolpern und direkt an den Schreibtisch. Auch wir kommen hierher, machen uns schick jeden Morgen und sind einfach da, sind für die Kunden da, für die Kollegen. Einer von diesen Kollegen, Uwe Schmidt. Seit 20 Jahren bereits fährt er für Edi Heizöl zum Kunden und ist ganz froh, dass ihn die Diskussion um Homeoffice so gar nicht betrifft. Mir hat jetzt im Büro nicht gefallen und die Homeoffice ist nichts für mich. Nein. Nein. Weil das hier so viel Spaß macht? Mir gefällt das. Ich muss jetzt noch 6 Jahre schaffen und dann passt das wohl.